Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen und großen Projektupdate zu meinem Buch So baust du Tabletop-Gelände Spielplatten. Und weil es wirklich einige umfangreiche Themen gibt, ist dieses Video-Diary ausnahmsweise auf Deutsch. Die englische Übersetzung gibt's als zuschaltbare Untertitel und als Text zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Die Themen in den folgenden Minuten sind Produktion und Timing-Updates, Pledge-Manager und Adressenabfrage, zusätzliche Produkte zum Buch, Probleme durch gestiegene Druckkosten und die Lösung dazu. Fangen wir mit dem aktuellen Produktionsstand an. Alles geht nach wie vor gut voran, nur leider etwas langsamer als geplant. Das liegt primär an der Fertigstellung der letzten Geländestücke und Spielplatten, die schlichtweg viel Zeit benötigen. Denn jeder kennt das selbst beim Basteln, der letzte Feinschliff und die kleinen Details kosten immer am meisten Zeit. Manchmal sind für ein Geländestück nur noch ein oder zwei Fotos fürs Buch nötig, aber dafür sind zuvor noch etliche Stunden an Bemalung und Gestaltung fällig. Und das summiert sich einfach immer und immer wieder. Hinzu kommen kleinere Updates für bereits fertige Seiten und Kapitel. Denn natürlich habe ich in den anderthalb Produktionsjahren auch neue Materialien und Kniffe entdeckt, die ich selbstverständlich noch in den entsprechenden Tutorials ergänzen möchte. Und auch wenn das manchmal nur ein kleiner Absatz ist, muss das Layout entsprechend angepasst werden und der Text ja auch noch zum Übersetzer gehen. Aber es fehlen zum Glück nur noch wenige Seiten und Themen, sodass wir voraussichtlich im Juni mit dem eigentlichen Korrekturlesen der insgesamt 660 Seiten in zwei Sprachversionen starten können. Ab diesem Zeitpunkt sind dann auch die konkreten Druck- und Versandtermine planbar. Grob geschätzt wird das Korrekturlesen 3 Wochen in Anspruch nehmen, der Druck wird dann ebenfalls mindestens 3 Wochen dauern. Entsprechend wird der Versand leider erst in 3 bis 4 Monaten, also im Juli oder August 2023 erfolgen. Sorry dafür, aber schneller geht's leider nicht. Diese Verzögerung ist auch der Grund, warum ich bislang noch nicht den Pledge Manager bzw. die Umfrage zum Eintragen der Versandadressen an euch verschickt habe. Denn beim vergangenen Kickstarter hatte ich dies sehr früh gemacht und so musste ich zahlreiche Adressänderungen immer von Hand einpflegen. Manche Unterstützer hatten zudem vergessen, mir nach einem Umzug ihre neue Adresse mitzuteilen, wodurch einige Bücher kostenpflichtig zurückkamen und somit mehrfach verschickt werden mussten. Aber nun ist das Produktionsende ja absehbar und ich werde die Pledge Manager Mail Ende April verschicken. Hierzu folgt dann auch noch ein gesondertes Update mit ausführlichen Infos. Nur schon mal so viel, im Pledge Manager werdet ihr nur zusätzliche Exemplare des Spielplattenhauptbuchs und des Extrabuchs Werkzeug und Materialien hinzufügen können. Andere Produkte wie Schablonen, Bausätze und Zubehör, die zwischendurch mal angedacht waren, wird es aus logistischen Gründen nicht mehr als Add-ons geben. Stattdessen wird es Gutscheincodes von zum Beispiel Dungeon of Fits geben, wo ihr bis Ende des Jahres entweder einen Rabatt bekommt oder Versandkosten spart. So könnt ihr passendes Bastelzubehör bequem dort bestellen und habt keine Mehrkosten, während es mein Team und mich logistisch und zeitlich entlastet. Kommen wir zum wichtigsten Punkt. Corona und besonders der Ukraine-Konflikt haben bekanntlich zu massiven Preiserhöhungen geführt. So hat beispielsweise DHL seit Ende der Kickstarter-Kampagne mehrfach die Versandkosten erhöht, was natürlich nur zum Teil absehbar und eingeplant war. Definitiv nicht eingeplant und nicht absehbar ist aber der massive Preisanstieg der Papierkosten. Gegenüber dem Gebäudebuch, das vor 2 Jahren gedruckt wurde, ist nun der Einzelpreis bei einem Buch derselben Dicke um knapp 50% höher. Das heißt, jedes Spielplattenbuch kostet im Druck nun rund 50% mehr, als ich ursprünglich kalkuliert hatte. Der finanzielle Puffer, um mit der Kickstarter-Finanzierungssumme auch das Werkzeuge- und Materialienbuch zu realisieren, ist also nicht nur passé, vielmehr kostet auch diese Produktion 50% mehr als geplant. Die Papierpreise haben sich in den vergangenen Wochen zwar ein wenig entspannt, aber auf das Niveau von vor 2 Jahren werden sie in den nächsten Wochen wohl kaum zurückfallen. Entsprechend muss ich nun eine Art Nachfinanzierung auf die Beine stellen. Das heißt aber definitiv nicht, dass jeder Unterstützer und Late-Pledge-Teilnehmer zwingend nochmal extra Geld zahlen soll, um seine beiden Bücher zu erhalten. Nein, sowas fände ich selbst extrem daneben und würde meine Vorfreude auf ein Produkt ziemlich trüben. Meine Lösung ist eine weitere und kleine Kickstarter-Kampagne zu einer rein digitalen Version des kleinen Werkzeuge- und Materialienbuchs.
Denn dieses Buch gab es ja als gedrucktes Exemplar nur durch den großen Erfolg der Kickstarter-Kampagne in 2021 kostenlos dazu. Im Late Pledge kostet dieses Buch als gedruckte Version bekanntlich 5 Euro extra, später im Handel wird der Preis bei 20 Euro liegen. Und nun werde ich das Werkzeuge- und Materialienbuch noch als digitale Version exklusiv via Kickstarter für 10 Euro und ohne lästige Versandkosten anbieten. Jeweils auf Deutsch oder Englisch. Gerade für internationale Leser sicherlich eine interessante Sache. Außerdem wird es in der Kampagne noch für 5 Euro die sogenannten Deleted Pages aus dem großen Spielplattenbuch geben. Das sind einige wenige Seiten bzw. Themen, die entweder im Laufe der Produktionszeit gekürzt wurden oder komplett weggefallen sind. Beispielsweise eine Bastelanleitung für Spielmatten aus Malervlies, ein Bemaltutorial für MDF-Gebäude und noch ein paar Themen. All diese Seiten gibt es als PDF gebündelt für nur 5 Euro, wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Die kommende Kickstarter-Kampagne wird also 3 Pledge-Stufen haben. 5 Euro für alle Deleted Pages als PDF, 10 Euro für das 100-seitige Werkzeuge- und Materialienbuch als PDF und 15 Euro für das Werkzeuge- und Materialienbuch plus alle Deleted Pages jeweils als PDF. Und alles wahlweise in deutscher oder englischer Sprache. Damit ist die Kampagne hoffentlich für jeden von euch interessant, denn mir ist wichtig, dass jeder von euch für sein Geld auch einen direkten Gegenwert bekommt. Und nochmals, ich freue mich über jeden, der bei der Kampagne mitmacht, aber ein Muss ist sie selbstverständlich nicht und für niemanden. Ich hoffe nur, der Gedanke und die Kampagne finden eure Zustimmung, lasst mich eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen. Die Kickstarter-Kampagne startet Ende April oder Anfang Mai, dazu demnächst mehr. Und nochmals sorry an alle internationalen Unterstützer, dass dies ausnahmsweise ein Update auf Deutsch ist. Sollte euch etwas unklar sein oder ihr Fragen haben, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten ist noch bis Ende Mai der Late Pledge offen. Wer da noch einsteigen möchte, schickt einfach eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse. Wir sehen uns dann in wenigen Wochen wieder zum Update rund um den Pledge Manager und die Kickstarter-Kampagne zur PDF-Version des Werkzeuge- und Materialienbuchs. Bis dann!